Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 6, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksachennummer 11216. Die IT-Infrastruktur der Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen muss sicher sein. Die Gesundheit der Patientinnen und Patienten darf nicht zum Spielball von Kriminellen im Netz werden. Ich eröffne die Aussprache und als Erster hat für die antragstellende Fraktion Herr Kollege Düngel das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir reden über IT-Sicherheit in Krankenhäusern. Ich will kurz darauf eingehen, was in den vergangenen Wochen passiert ist. In Nordrhein-Westfalen sind rund 30 Krankenhäuser Ziel von Kriminellen geworden. Es wurden EDV-Systeme der Krankenhäuser mit Computerviren infiziert. Die Folge dieser Infektion: die Krankenhäuser konnten nicht auf Daten zugreifen, nur gegen ein Lösegeld, also Erpressung, sollten die Daten wieder freigegeben werden. Einige Krankenhäuser haben sich daraufhin von der Versorgung abmelden müssen. Patienten mussten verlegt werden. Geplante Operationen mussten verschoben werden. Nun können wir feststellen, wir haben letzte Woche im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales über dieses Thema bereits gesprochen. Die Ministerin hat dazu einen Bericht vorgelegt und hat versucht, das Thema etwas runterzuspielen. Es ist zum Glück in diesem Fall nichts Schlimmes passiert. Das können wir erstmal festhalten. Was haben wir in den Krankenhäusern oder was finden wir in den Krankenhäusern vor? Wir haben veraltete Computersysteme. Die Krankenhäuser nutzen Windows XP oder im besagten Fall zumindest Windows XP. Das ist Software, die mittlerweile selbst vom Hersteller nicht mehr unterstützt und nicht mehr supportet wird. Ich frage mal in die Runde, wer von Ihnen zum Beispiel noch ein derart altes Betriebssystem auf seinem Rechner hat, sei es dienstlich oder privat. Es werden wahrscheinlich nicht allzu viele Hände nach oben gehen. Wir alle versuchen, die Software möglichst irgendwo aktuell zu halten, damit Sicherheitsbestimmungen da eingehalten werden kann. Übrigens auch das Gesundheitsministerium, danach hatte ich letzte Woche dann auch gefragt, im Gesundheitsministerium gibt es selbstverständlich keine Software mehr, die mit Windows XP betrieben wird. Das ist ja schon mal ganz gut. Allerdings, im Gesundheitsministerium reden wir eben nicht von kritischer Infrastruktur. In den Krankenhäusern, da ist es dann offenbar dem Gesundheitsministerium wurscht, welche Software dort benutzt wird. Übrigens, und den Schwenk darf ich mir an der Stelle auch erlauben, wir reden hier über Windows XP, also ein Betriebssystem, was natürlich längst nicht mehr unterstützt wird und damit längst unsicher ist. Aber eigentlich kann man festhalten, dass alle Windows-Betriebssysteme als nicht sicher gelten und wir eigentlich an der Stelle über offene Standards wie zum Beispiel Linux uns unterhalten sollten. Was kann passieren? Krankenhäuser können gezielt angegriffen werden. Die Versorgung in einem ganzen Regierungsbezirk kann gefährdet werden. Die Daten werden eben nicht nur in Geiselhaft genommen, sondern werden möglicherweise veröffentlicht. Das sind mögliche Szenarien, die dann passieren können. Die Frage ist, wer ist dafür verantwortlich? Unseres Erachtens muss die Landesregierung hier genug finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, damit die Krankenhäuser eben genau diese IT-Infrastruktur auf aktuellem Stand halten kann. Die Ministerin dagegen sagt im Ausschuss, dafür sei sie letzten Endes nicht zuständig. Das ist einfach. Mich erinnert das dann eher an die bildlichen drei Affen. Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen. Nichts sehen ist der Innenminister, der sieht nichts. Die Gesundheitsministerin will nicht auf Ratschläge hören. Und die Ministerpräsidentin, gute Besserung an der Stelle, die sagt überhaupt nichts zu diesen Vorfällen. Wie hätte es verhindert werden können? Was muss in Zukunft passieren? Unser Antrag liefert dazu Lösungsansätze. Wir brauchen eben finanzielle Unterstützung für die Krankenhäuser, dass dort die IT-Infrastruktur eben aufgebessert werden kann. Das sehen Sie alles. Wir müssen die Mitarbeiter sensibilisieren auf dieses Thema. Es sind Schulungen erforderlich, es sind Sicherheitsaudits erforderlich. All das greift unser Antrag auf. Wir werden, da wir hier feststellen, das hat sich im Ausschuss ja ganz klar gezeigt, da wir hier Wissensdefizite festgestellt haben, werden wir selbstverständlich
bei diesem Antrag auch eine entsprechende Anhörung beantragen, damit wir uns da von externen Sachverständigen den Rat dann hier auch ins Haus holen können. Zum Abschluss, wie sehen die Lösungen der anderen aus? Auf Bundesebene erfährt unser Antrag durchaus Unterstützung. Karl-Josef Laumann, in dem Haus hier nicht unbekannt, hat zum Beispiel auch die Erhöhung der Investitionskosten auf Landesebene gefordert. Was macht die Gesundheitsministerin? Sie wartet ab, was der Bund unternimmt. Das, liebe Frau Ministerin Steffens, hilft uns aber, wenn wir auf das IT-Sicherheitsgesetz warten, eben nicht in der Fläche. Ich komme zum Ende, Frau Präsidentin. Die Krankenhäuser, so sagt sie, müssen aus ihrem Röschenschlaf erwachen und in eine sichere Infrastruktur investieren. Wie wollen Sie das machen, wenn die finanziellen Mittel nicht zur Verfügung stehen? Frau Steffens macht weiter wie bisher. Und ich frage mich, wann ist der Zeitpunkt gekommen, zu reagieren, zu handeln? Ich frage mich allen Ernstes, ob dann erst Patienten sterben müssen in den Krankenhäusern, damit das Gesundheitsministerium aufwacht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Kollege Dümmel. Für die SPD-Fraktion hat Herr Kollege Yüksel jetzt das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, lieber Herr Kollege Dümmel, hier zu sagen, wir würden Risiken runterspielen, das ist wirklich dummes Zeug, um die drei Affen mal zu bemühen. Scheinbar haben Sie letzte Woche im Ausschuss nicht richtig zugehört, als die Ministerin berichtet hat. Sonst hätten Sie mitbekommen, dass wir gerade die Cyberkriminalität sehr ernst nehmen, insbesondere wenn es in diesem Zusammenhang um Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger geht. Und selbstverständlich ist es wichtig, dass die Software und die Computer in den Krankenhäusern in Nordrhein-Westfalen einwandfrei funktionieren. Vor allem, wenn es um lebenswichtige Strukturen geht, müssen Technik und Software natürlich auf dem neuesten Stand sein. Damit die Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen notwendige Modernisierung vornehmen können, stellt ihnen das Land jedes Jahr 500 Millionen Euro für Investitionen zur Verfügung. Davon sind ca. 40% für bauliche Vorhaben vorgesehen, knapp 60% sind für die Beschaffung von medizinischen Geräten und Ausstattungsgegenständen vorgesehen. Allerdings ist jedes Krankenhaus in unserem Bundesland anders aufgestellt und hat unterschiedliche Investitionsbedarfe. Aus diesem guten Grund ist es den Kliniken überlassen und nicht der Ministerin, wie ihre Pauschalen bestmöglich investiert und in welchen Bereichen notwendige Modernisierung vorgenommen werden. Wie jede Behörde und jedes andere Unternehmen tragen auch Krankenhäuser dabei selbst die Verantwortung für Aufbau, Aktualisierung von Sicherheitsmaßnahmen, gerade im IT-Bereich. Kriminelle Cyberangriffe mit dem Ziel, an geschützte Daten zu gelangen oder Systeme lahmzulegen, lassen sich in der heutigen digitalisierten Welt trotz präventiver Schutzmaßnahmen nicht gänzlich verhindern. Fast täglich werden neue Trojaner und Viren in den Umlauf gebracht, und leider verhält es sich bei der Aktualisierung von Antivirus-Software wie mit Impfstoffen. Eine bösartige Bedrohung muss zunächst entdeckt und entschlüsselt werden, bevor ein Schutz entwickelt werden kann. Bei den Attacken auf die Krankenhäuser in Neuss und Arnsberg, die die Piraten hier zum Anlass nehmen, bestand zu keiner Zeit eine Bedrohung für die Patientinnen und Patienten. Nicht zuletzt dank der hohen Standards in den Krankenhäusern in NRW haben dazu beigetragen, dass die Notfallversorgung zu jeder Zeit gewährleistet war. Auch andere Krankenhäuser wie die Kliniken in Essen waren ebenfalls Hackerangriffen ausgesetzt, konnten die Attacken aber abwehren und ihre Systeme vor Viren schützen, weil ihre Abwehrmechanismen gegriffen haben. Herr Kollege Yüksel. Die Vorfälle zeigen. Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Herr Kollege Lammler würde Ihnen gerne eine Die Vorfälle zeigen, dass ein Teil der Krankenhäuser bereits nachgerüstet hat und die Cyberattacken nicht schutzlos ausgeliefert sind. Die Infizierung der Krankenhaussysteme konnte vor allem durch das Öffnen von unbekannten E-Mails und Anhängen gelingen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie Sie sicherlich aus persönlicher Erfahrung mit Ihren Landtags-Mail-Accounts wissen, landen auch bei uns trotz Spamfilter jeden Tag unbekannte Nachrichten. Gegen Malware gibt es kein Allheilmittel, und dagegen hilft auch keine pauschale Erhöhung der Investitionsförderung. Die Kliniken können eigenverantwortlich über diese Mittel verfügen und dort nachrüsten, wo in Ihrem Haus am dringendsten Modernisierungsbedarf besteht. Die jüngsten Vorfälle waren sicherlich ein Weckruf, zeigen aber auch, dass viele Krankenhäuser im Bereich IT-Sicherheit bereits gut vorbereitet sind und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezielt vorbereitet haben. Darüber hinaus steht die Landesregierung im regelmäßigen Austausch mit der Krankenhausgesellschaft, um die Krankenhäuser zu sensibilisieren
und über die Gefahren durch Cyberattacken aufmerksam zu machen. Weiterer Regulierungsbedarf seitens des Gesetzgebers besteht aus unserer Sicht somit nicht. Über die weiteren Aspekte werden wir dann im Ausschuss miteinander zu reden haben. Sie haben ja auch angekündigt, eine Anhörung beantragen zu wollen. Dann gerne auch in einer Anhörung, um das Thema dann weiter vertiefen zu können. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Yüksel. Für die CDU-Fraktion spricht jetzt Herr Kollege Preuß. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Digitalisierung unserer Welt führt nicht nur in eine rosige Zukunft. Leider ist sie auch verbunden mit neuen Formen der Kriminalität und neuen Unsicherheiten. Die Angriffe durch Schadsoftware auf Krankenhäuser in den vergangenen Wochen, die Angriffe auf Verwaltungen und Unternehmen bis hin zu privaten Computern zwingen alle Nutzer, geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen und sie ständig zu verbessern. Die Auswirkungen auf Angriffe der IT-Systeme von Krankenhäusern sind in der Presse hinlänglich dargestellt worden. Wir haben auch im Gesundheitsausschuss bereits darüber gesprochen. Auch wenn die Gesundheitsministerin dargestellt hat und versichert hat, dass die medizinische Versorgung der Patientinnen und Patienten zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen sei, dass es bisher nur um Daten oder nur um die Verschiebung von Operationen oder die Verlegung von Terminen gegangen sei, darf politisch verantwortungsvolles Handeln jedoch nicht außer Acht lassen, dass solche Attacken selbstverständlich zu großer Verunsicherung bei Patientinnen und Patienten führen. Nicht auszudenken, was passiert, wenn medizinische Geräte in OP-Sälen oder auf Intensivstationen angegriffen und zu Ausfällen führen würden. Wenn ich zum Beispiel in der Presse lese, dass medizinische Apparate auf dem Sicherheitsniveau der 80er oder 90er Jahre sind, Hacker haben in deutschen Kliniken ein leichtes Spiel, heißt es dort, dann dürfen wir uns nicht mit Äußerungen, es sei nichts passiert, beruhigen. Cyberkriminalität ist ein schnelllebiges Geschäft, und die kriminellen Entwickler scheinen uns mehr als nur einen Schritt voraus zu sein. Das kann und darf nicht sein, und deswegen muss gehandelt werden. Meine Damen und Herren, grundsätzlich ist es selbstverständlich Sache der Krankenhäuser, für IT-Sicherheit auf einem Niveau, das dem Stand moderner Sicherheitstechnik entspricht, zu sorgen. Und Herr Kollege Düngel, es geht an der Stelle auch nicht ums Geld, sondern es geht um die Betriebsorganisation, die die Krankenhäuser selbstverständlich zu leisten haben, wobei ich selbstverständlich weiß, dass die Investitionskostenförderung der Krankenhäuser hier in Nordrhein-Westfalen nicht ausreichend ist. Aber hier geht es in erster Linie um die Betriebsorganisation. Und vielen Krankenhäusern sind sich der Probleme bewusst, arbeiten zum Beispiel mit eigenen IT-Sicherheitsexperten zusammen. Krankenhäuser brauchen in der Tat Konzepte, um ihre Netzwerke und die sensiblen Patientendaten zu sichern und einen möglichen Zugriff von außen auf das Netzwerk und computergestützte Geräte zu verhindern. Und in diesem Zusammenhang möchte ich sagen, dass es keine Lösung ist, einheitliche Standards festzulegen, sondern hier sind natürlich mit Rücksicht auf die individuellen Bedürfnisse der jeweiligen Krankenhäuser und deren Organisation individuelle Konzepte gefordert. Worum geht es uns, meine sehr verehrten Damen und Herren? Uns geht es um die Versorgungssicherheit. Denn was passiert, wenn landesweit flächendeckend, wie in diesem Falle 30 Krankenhäuser, gleichzeitig derart betroffen werden, dass nun nichts mehr geht, dann ist in der Tat die medizinische Versorgung der Bevölkerung sehr wohl gefährdet. Und dann geht es nicht mehr um einen im Einzelfall zu regelnden Fall. Und da ist in der Tat Landespolitik, insbesondere auch das Gesundheitsministerium, Frau Ministerin Steffens, gefordert, und zwar, wenn Sie so wollen, vorsorgend. Aus diesem Grund, der leider nicht unwahrscheinlich erscheint, brauchen wir spezifische Notfallpläne im Falle von Cyberattacken auf Krankenhäuser. Ich habe da im Ausschuss nachgefragt. Sie haben darauf geantwortet. Aber wie gesagt,
Die Frage, was passiert, wenn gleichzeitig viele Krankenhäuser, ich sag mal, flächendeckend betroffen werden, sodass eben nichts mehr geht. Ich vereinfache das jetzt mal so. Dann ist in der Tat die Landespolitik gefordert. Dann müssen Maßnahmen her, die zumindest sicherstellen, es müssen ja nicht unbedingt gesetzliche Maßnahmen sein, aber die zumindest sicherstellen, dass dann die Versorgung der Patienten vor Ort eben sichergestellt ist. Und das, meine ich, muss dann im Ausschuss auch noch mal detailliert erörtert werden. Aber hier muss die Landesregierung in der Sache federführend sein und sie darf sich hier an der Stelle nicht wegducken. Aber auch präventive Handlungsempfehlungen, Beratung, ein Warnsystem bei akuten Bedrohungen sind Themen, über die wir dann sprechen müssen. Der Überweisung in den Ausschuss stimmen wir selbstverständlich zu. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Preuß. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Herr Kollege Ünal. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, die zunehmende Digitalisierung der Krankenhäuser, die immer stärker werdende Vernetzung zwischen verschiedenen Abteilungen und alle Abläufe zu digitalisieren, kann natürlich Klinikbetrieb verbessern, aber macht es aber auch angreifbar und risikohaft. In unserer heutigen digitalisierten Welt ist diese Cyberangriffe leider kein neues Phänomen, auch in Krankenhäusern nicht. Es gibt bundesweit mehr Fälle, in denen Computersysteme durch Krankenhäuser mit Schadstoffwehr angegriffen werden. Auch im vergangenen Jahr nach der Meldung der Krankenhausgesellschaft NRW, auch NRW-Krankenhäuser davon betroffen sind. Und 28 Krankenhäuser sind tatsächlich davon betroffen. Nur, damit keine Legenden gebildet werden, nur 2 Krankenhäusern waren eigentlich diese Angriffe so weit, dass sie teilweise Notfallversorgung abmelden müssten. Aber es klingt so dramatisch, aber im Krankenhausalltag ist die Abmeldung notfallmedizinische Versorgung ist keine dramatische Fall. Sehr viele Krankenhäuser, wenn sie keine Kapazitäten mehr haben, melden sich ab, damit die Patienten in anderen Krankenhäusern transportiert werden. So gesehen muss man, ich glaube, sehr, sehr sachlich mit diesem Thema auseinandersetzen. Ja, auch in anderen Krankenhäusern, auch in anderen Einrichtungen, privaten und natürlich sehr vielen Firmen werden diese Angriffe durchgeführt, auch ständig. Dafür gibt es auch keine hundertprozentige Sicherheit. Da kann man nur Systeme natürlich ständig erneuern, aufrüsten, damit man das Risiko minimieren kann. Und allerdings in allen Krankenhäusern gibt es nicht pauschal, wie Sie sagen, eigentlich eine IT-Ausstattung von 1980, sondern es gibt sehr viele Krankenhäuser nach Meldung der Krankenhausgesellschaft, dass sie sich erneuert haben. Die sind gezwungen, ihre Systeme zu erneuern, weil sie alle Abläufe digitalisieren. So gesehen, meine Damen und Herren, gibt es tatsächlich auch im Bereich der Krankenhäuser, die in erster Linie selber zuständig sind, aber auch die Krankenhausgesellschaft sehr, sehr sensibel damit umgeht. Was in den letzten Jahren passiert ist, Landesregierung hat für die Finanzierung, die Wiederbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter 24 Millionen Euro erhöht. Im Moment ist die Landesfinanzierung 317 Millionen Euro für die Krankenhäuser für diese kurzfristige Anlagefinanzierungen. Aber jeder Krankenhaus, entweder durch Aufsichtsrat oder Vorstand, selber dafür verantwortlich, wo sie diese finanziellen Mittel einfließen lassen und welche IT-Systeme sie im Krankenhaus aufbauen. So gesehen kann eigentlich bei unserer vielfältigen Trägerschaft der Krankenhäuser Landesgesundheitsministerium nicht alles selber bestimmen. Geld ist bereitgestellt, da müssen die Krankenhäuser selber entscheiden, welche IT-Systeme sie einführen. So gesehen, ich glaube, wir werden
sachlich im Ausschuss darüber diskutieren. Und wenn Sie gestern bei der Krankenhausgesellschaft gewesen sind, ist die Krankenhausgesellschaft auch sensibilisiert. Alle Krankenhäuser haben sie eingeschrieben. Mitarbeiter sind sensibilisiert, wie sie bei solchen Angriffen reagieren müssen. So gesehen ist das Notwendige eingeleitet. Aber wir stimmen natürlich die Überweisung und freue ich mich die Diskussionen im Fachausschuss. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Ünal. Für die FDP-Fraktion hat Frau Kollegin Schneider jetzt das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Wenn ich so meine Vorredner angucke, ganz so einfach machen dürfen wir es auch nicht. Herr Yüksel, mein Rechner kriegt auch regelmäßig irgendwelche Spams oder irgendwelches virenbehaftete Zeug, aber in dem Fall bringen wir eben unter Umständen auch keine Patienten in Gefahr, wie es hier eben passieren kann. Es ist inzwischen Gott sei Dank noch nicht passiert, aber es zeigt doch die Anfälligkeit unseres Gesundheitswesens. Über die relativ ungezielten Angriffe hinaus wären auch deutlich gravierendere Attacken vorstellbar. So könnten Daten manipuliert werden, an Dritte weitergegeben werden. Denkbar wäre sogar ein Online-Zugriff auf medizinische Geräte, bei dem lebenserhaltende Systeme abgestellt werden. Das mögen derzeit noch Horrorvisionen sein, wir müssen aber jetzt schon vorbeugen. Die Warnungen von Seiten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik und auch der Krankenhausgesellschaft NRW dürfen hier nicht überhört werden. Der Umgang mit sensiblen Daten und lebenswichtiger Technik erfordert eine besondere Verantwortung. Deshalb brauchen wir mehr Aufmerksamkeit für die IT-Sicherheit in den Krankenhäusern. Dazu zählen eine Ausstattung mit modernen IT-Systemen und der Austausch veralteter Betriebssysteme wie Windows XP genauso wie die intensive Schulung der eigenen Mitarbeiter und die Einstellung qualifizierter IT-Fachkräfte. Insofern zielt der vorliegende Antrag in die richtige Richtung. IT-Sicherheit erfordert aber insbesondere auch höhere Investitionen in die IT-Infrastruktur. Die Ministerin hat dazu auf die Landesmittel zur Wiederbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter verwiesen. Das verkennt aber, dass die Krankenhäuser sowieso unter einem Investitionsstau leiden, der sich nicht erst seit gestern durch die Krankenhauslandschaft zieht. Die Landesregierung gibt zwar vor, sich bei der Investitionsförderung stärker zu engagieren, das reicht aber längst nicht aus. Meine FDP-Fraktion hatte in den Haushaltsberatungen deshalb eine weitere Erhöhung der Investitionsmittel um 2 Millionen Euro gefordert. Das wäre zumindest ein kleiner Schritt angesichts des bekannten Investitionsstaus und der weit höheren Bedarfe. Auch das IT-Sicherheitsgesetz des Bundes sollten wir hingegen nicht zu große Hoffnungen setzen. Zusätzliche Dokumentations- und Meldepflichten sind mit einem hohen bürokratischen Aufwand verbunden, ohne die Sicherheit konkret zu erhöhen. Nur mit Investitionen in Technik und Mitarbeiter werden wir Verbesserungen erreichen. Und dazu brauchen die Krankenhäuser und ihre Träger mehr Unterstützung des Landes. Ansonsten würden wir sie überfordern. Ich freue mich hier auf die Beratungen im Ausschuss und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Schneider. Und für die Landesregierung hat jetzt Frau Ministerin Steffens das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich habe ja, wie eben schon mehrfach gesagt, auch schon im Ausschuss darüber berichtet, aber natürlich mache ich das auch gerne an der Stelle nochmal. Wir haben in Nordrhein-Westfalen, und das will ich vorab sagen, ein Krankenhausfinanzierungssystem, was sich in zwei Teile gliedert, nämlich in die investiven Mittel und die Veranschlagung der kurzfristigen Anlagegüter. Wir haben ein System, in dem gemeinsam aufgrund der Entscheidung der vorherigen Landesregierung genau dieses System eins ist, in dem die Krankenhäuser die größtmöglichen Spielräume haben, selber zu entscheiden, wie sie die Prioritäten in ihren Häusern setzen und wie sie die Mittel verwenden. Die Vergangenheit, in der von Landesseite vorgeschrieben wurde, für welche Bereiche, welche Mittel und wie sie nachgewiesen werden müssen, diese Festschreibung der Mittel ist Vergangenheit und haben wir nicht. Jetzt mag man an der Stelle dazu kommen, dass man sagt, es wäre aber richtig, den Krankenhäusern fix vorzuschreiben, wie viel Geld wofür sie zu verwenden haben. Ich glaube, dass das nicht der richtige Weg ist. Aber schauen wir uns an, was passiert ist in Nordrhein-Westfalen. Und wenn man die heutigen Meldungen liest, dann betrifft es ja nicht nur Krankenhäuser, sondern dann betrifft es zum Teil die Wasserversorgung, dann betrifft es zum Teil die Kommunalverwaltung. Also Attacken mit Schadsoftware sind Angriffe, die überall
auf alle möglichen Einrichtungen der Infrastruktur und auch auf private Bereiche passieren. Die Angriffe auf die Krankenhäuser wurden erstmals im Juli 2015 bekannt. Deswegen, das ist auch nicht plötzlich ein neues Phänomen, sondern es ist was, was der Krankenhausgesellschaft und den Krankenhäusern seit Längerem bekannt ist und wo es auch schon Längerem die Diskussionen und die Unterstützung auch an der Seite gibt, was zu ändern und ihre eigene Software zu verbessern. Aktuell waren in Nordrhein-Westfalen rund 30 Krankenhäuser und dabei muss man sagen, 30 von über 380 Krankenhäusern betroffen. Waren Ziel dieser entsprechenden Angriffe, aber noch mal klar und deutlich, es bestand zu keiner Zeit eine Gefährdung von Patientinnen und Patienten. Unter Preuß, Not-OPs konnten weiter durchgeführt werden. Also da, wo Menschen sofort und unmittelbar Hilfe und Unterstützung brauchten, war selbst in dem einen Krankenhaus, was massiv betroffen war, kein Problem vorhanden, sondern vorsorglich sind die Häuser hingegangen und haben planbare OPs verschoben und haben sich, und wie gesagt, das waren zwei Häuser von 380, sich abgemeldet von der Notfallversorgung. Und dieses System, im Notfall sich von der Versorgung abzumelden, ist eins, was unabhängig vom Ereignis letztendlich greifen muss. Denn wir können uns ja jenseits einer solchen Angriffssituation auch andere Beispiele vorstellen, warum Krankenhäuser temporär nicht funktionsfähig in vollem Umfang sind. Also ein solches System gewährleistet immer die Notfallversorgung in Nordrhein-Westfalen. Und deswegen glaube ich, dass es klar sein muss, hier war überhaupt kein Leben gefährdet und hier wird auch kein Leben gefährdet sein. Das ist eine falsche Diskussion an der Stelle und ist Panikmache gegenüber der Bevölkerung. Und das finde ich einfach sehr gefährlich, was da in der Diskussion zum Teil vermittelt wird. Frau Ministerin Steffens, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Herr Kollege Düngel würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage natürlich stellen. Ja, vielen Dank, Frau Ministerin, dass ich die Zwischenfrage stellen darf. Meine Glaskugel, ich sag mal, erweitert den Blick nicht weit genug. Ihre ist offenbar besser. Was macht Sie so sicher, dass wir nicht in Zukunft mit weiteren Angriffen zu rechnen haben, die noch gezielter eben dann auch auf die Krankenhäuser gehen, wo mehr Krankenhäuser angegriffen werden? Was macht Sie so sicher, dass es dann nicht tatsächlich zu einer Gefährdungssituation für Menschen kommen kann? Das würde mich interessieren. Ich habe das Vertrauen in unsere Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen und darin, dass sie kontinuierlich versuchen, sich weiterzuentwickeln und sich mit dem auseinanderzusetzen, was an Kompetenz und Erfahrung vorhanden ist. Denn wir sehen, und auch das finde ich, möchte ich einfach deutlich an der Stelle noch mal sagen, wenn 30 Krankenhäuser einen solchen Angriff letztendlich ausgesetzt waren und es in zwei Probleme gab, wovon man bei dem einen ja auch noch sagen kann, die Probleme waren sehr minimal, dann heißt das doch letztendlich, dass 28 von den Krankenhäusern so aufgestellt waren, dass sie hervorragend mit diesen Attacken umgegangen sind. Und ich finde, dass man auch an der Stelle sagen muss, diese Krankenhäuser haben ihre Verantwortung auch in dem Bereich der IT-Sicherheit vollends ausgeschöpft und bisher auch wahrgenommen. Und ich finde, dass wir unserer Krankenhäuser nicht schlecht reden dürfen an der Stelle und so tun dürfen, als ob die Krankenhäuser alle sich um ihre IT-Sicherheit nicht kümmern. Wir haben auch eine Reihe von Krankenhäusern, die zum Beispiel die IT-Systeme voneinander entkoppelt haben, nämlich ein inneres System für die Versorgung und die Behandlung haben, wo also niemals ein Zugriff auf irgendwelche operativen oder versorgenden Einheiten bestehen kann und das andere System eins ist, was davon geschützt ist. Das müssten Sie doch eigentlich, gerade wo Sie sich immer mit Ihrer IT-Kompetenz so brüsten, wissen, welche Möglichkeiten und Kompetenzen er hat. Und da glaube ich, dass es wichtig und notwendig ist, dass die Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen dann auch alle von den Erfahrungen der Häuser profitieren und dass sie weiterhin dann auch ihre Systeme so verändern und weiterentwickeln, dass diese Sicherheit auch garantiert ist. Und ich muss sagen, ich habe das Vertrauen in unsere Krankenhäuser. Und natürlich kann man immer sagen, was passiert, wenn plötzlich Meteorit runterfällt, dann wird das Krankenhaus nicht geschützt sein. Deswegen ja, aber in der Regelversorgung vertraue ich in unsere Krankenhäuser und in ihre Weiterentwicklung. Deswegen finde ich es an der Stelle auch, deswegen finde ich, ist es auch an der Stelle kein Punkt, wo wir über die Glaskugel reden müssen. Also, wir haben in Nordrhein-Westfalen, und auch das finde ich noch mal wichtig, wir haben in Nordrhein-Westfalen ein System der Krankenhausfinanzierung, wo von 2008 an, damals von der Regierung umgestellt, 293 Millionen für die Wiederbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter bereitgestellt worden ist.
und wie diese kurzfristigen Anlagegüter und in welche Bereiche investiert werden. Wie gesagt, das ist die Entscheidungskompetenz der Krankenhäuser. Wir haben aber, und das ist ja auch hier mit dem Landtag gemeinsam geschehen, in 2015 die Mittel noch mal um 24 Millionen aufgestockt. Und auch das ist eine Verpflichtung, nämlich immer wieder zu entsprechenden Zeiten die Mittel aufzustocken an der Stelle. Damit haben wir jetzt 317 Millionen. Das ist lange Zeit davor nicht geschehen. Wir haben das hier gemeinsam so auch im Landtag beschlossen. Und aus diesen Mitteln können die Krankenhäuser für den IT-Bereich die Mittel zur Verfügung stellen und damit dann auch ihre Updates regelmäßig vollziehen. Die Landesregierung hat nicht die Kompetenz, die Landesregierung hat auch nicht die Möglichkeiten, den Krankenhäusern diese eigenen Investitionen vorzuschreiben. Von daher verwehre ich mich auch dagegen, dass wir diejenigen sein sollen, die hier den Krankenhäusern in ihren geschäftlichen Bereich reingreifen sollen. Der Antrag suggeriert ein Stück weit, und auch da wehre ich mich gegen die Kausalität zwischen angeblich unzureichender Investitionsförderung des Landes und maroder Infrastruktur, weil die investiven Mittel sind nicht die der kurzfristigen Anlagegüter. Von daher ist auch das an der Stelle nicht naheliegend. Letzter Punkt, den ich kurz noch erwähnen möchte, ist, dass das Land natürlich jenseits der Mittel, die für die Anlagegüter zur Verfügung stellen, die Unterstützung bei Prävention und Aufklärung durch das Kompetenzzentrum beim LKA leistet. Auch das sind Möglichkeiten, die die Krankenhäuser in Anspruch nehmen. Und ich freue mich auf die Diskussion im Ausschuss dazu. Vielleicht werden Sie dann auch das Finanzierungssystem nachvollziehen können. Danke. Vielen Dank, Frau Ministerin. Jetzt dürfen Sie sich erst mal auf eine Kurzintervention freuen. Frau Ministerin, seien Sie bitte so lieb, kommen Sie doch noch. Es gab ja den Wunsch nach einer Kurzintervention bei Herrn Kollegen Lammler. Kann er gerne. Herr Kollege Lammler, wenn Sie sich einmal eindrücken, kann ich Ihnen das Mikro freischalten? So, bitteschön. Ja, vielen Dank. Frau Ministerin, Sie werden ja wirklich echt nicht müde damit, immer wieder zu betonen, dass zu keinem Zeitpunkt Gefahr fürs Menschenleben bestand. Laut dem Artikel aus der Neuss-Gruppenbucher Zeitung vom 11. Laut Auskunft der Geschäftsführung geht hervor, dass Patienten mit einem akuten Herzinfarkt deswegen aktuell in andere Krankenhäuser verwiesen worden sind. Mir sind Berichte des Rettungsdienstes bekannt, in dem Fahrzeuge mit Herzinfarktpatienten auf dem Weg zum Lukas-Krankenhaus umgeleitet worden sind nach Düsseldorf. Das macht summa summarum 10 bis 15 Minuten Zeit, eine Verzögerung in der Behandlung bei einem Akutpatienten. Das ist lebensgefährlich aufgrund der Tatsache, dass ein gesamtes Krankenhaus im Notfallbetrieb war, nicht eine Station, nicht eine Abteilung, ein gesamtes Krankenhaus. Und Sie stehen hier und sagen, das kommt mal vor. Das ist absoluter Quatsch. Hier hat das Krankenhaus verpennt und die Landesregierung trägt Schuld daran. Nein. Herr Lambda, dass Krankenhäuser sich von der Notfallaufnahme abmelden, ist tagtäglich Normalität und Realität in Nordrhein-Westfalen. Dass sich Krankenhäuser von der Notfallversorgung in Gänze abmelden, ist Realität. Deswegen haben wir ein solches Notfallsystem. Und das haben wir seit Jahren und das haben wir weiterentwickelt. Das System bedeutet, dass frühzeitig diejenigen, die im Rettungswagen unterwegs sind, immer schon erfahren, welches ist das nächst anzufahrende Krankenhaus. Das haben wir bei Großschadensereignissen, wir haben es bei anderen Unfällen, wir haben es dann, wenn ein Arzt komplett ausfällt in bestimmten Bereichen. Das heißt, das ist ein Regelsystem. Deswegen haben wir in Nordrhein-Westfalen, was ja immer auch auf Bundesebene uns vorgehalten wird, ein dermaßen intensives System von Krankenhäusern und eine sehr hohe Krankenhausdichte mit einer sehr hohen Notfallversorgung. Deswegen, für die Patienten hat keine Gefährdung bestanden, weil wir werden nicht überall in Nordrhein-Westfalen in Fußnähe direkt das Krankenhaus haben. Das wird immer so sein. Und deswegen wird es auch in Zukunft sein, dass Patienten in der Notfallversorgung die üblichen Strecken von 10, 15 bis 20 Minuten Fahrzeiten haben. Das ist schon heute unabhängig davon, ob sich jemand von Notfallversorgungssystem abmeldet, einfach der Fall. Aber wir können auch gerne das System der Notfallversorgung und das Abmeldesystem im Ausschuss intensiv diskutieren und Ihnen vorstellen. Das ist ein System, was für Nordrhein-Westfalen trägt. Es ist keine Gefährdung der Patienten und Patientinnen. Deswegen haben wir das System. Vielen Dank, Frau Ministerin. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Dann
Es bleibt auch so, dann schließe ich an dieser Stelle die Aussprache und wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des Antrages mit der Drucksachennummer 11/216 an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales in der Federführung und die Mitberatung soll an den Innenausschuss gehen. Die abschließende Abstimmung soll dann im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. Möchte jemand dagegen stimmen? Das ist nicht der Fall. Enthaltungen sehe ich auch keine. Dann haben wir so überwiesen und ich bitte doch herzlich, die Gespräche draußen fortzuführen, damit ich Tagesordnungspunkt 7 aufrufen kann, was ich hiermit tue.